Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Pokémon White Catch the Point Log. Beim letzten Mal haben wir die Maria-Zugbrücke betreten und heute, warte, hier ist irgendwo, ich höre das doch. Da, okay. Kriegen wir ein neues Pokémon oder ein neues Item? Ein neues Item, okay. Schade, aber wir wollen jetzt natürlich erstmal ein Pokémon suchen. Da, da unten. Ja, okay. Das sammeln jetzt eine ganze Menge Federn. Da oben. Ach, komm schon. Ah, und unser Encounter für die Zugbrücke ist ein Pupanzer. Nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also man hätte es schlechter treffen können. Würde ich sagen. Wir haben übrigens diese Folge die Aufgabe, keine Nicht-Step-Attacken einzusetzen. Also nur Step-Attacken. Abgesehen von Status-Attacken. Die sind in Ordnung. So, jetzt muss ich aber tatsächlich mal ganz kurz gucken, wie schwäche ich das Ding denn überhaupt? Gut, wir könnten auf die Drachenwut gehen, ne? Ich hoffe mal, Pupanze. Das wird aber mehr als. Doch, das wird mehr als 40 KP haben. Doch. Halt vielleicht so 55 oder so, keine Ahnung. Aber mehr als 40 wird es auf jeden Fall haben. Na, natürlich werden wir noch verwirrt hier. So, Drachenwut. Ja, genau, Drachenwut, genau. Ist auch eine Step-Attacke, ist also alles gar kein Problem. Ja, lag ich, glaube ich, mit 55 KP gar nicht so falsch, muss ich sagen. So, glaube, ich werde aber trotzdem einmal ganz kurz wechseln. Aber nur, falls das hier ein bisschen länger dauert. Nicht, dass ich irgendwann gekrittet werde von Felsgrab und dann Zimtschnecke down geht. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. So. Genau, Zitronenrolle macht hier einfach... Halt alles einfach wieder weg mit den Überresten. Überreste sind definitiv eines der geilsten Items, die es so gibt. So, Hyperball. Ja, warum nicht? Warum sollten wir noch irgendwas anderes benutzen als Hyperbälle? Wir können bestimmt auch bald Hyperbälle kaufen. Von daher. Und. Nice. Okay, Pupanze, herzlich willkommen im Team. Jetzt muss ich mir tatsächlich noch einen Namen dafür überlegen. Ich glaube, ich nenne dich Sandkuchen. So, gucken wir mal, was Sandkuchen so kann. 55 KP! Ich hab's einfach perfekt geschätzt. Wie geil. Profi bin ich. Profi. Oh. Das kommt direkt weg. Das kommt direkt weg. Da gucken wir mal. Da gibt's bestimmt eine schöne Alternative. Vielleicht Stärke oder sowas. Ja, okay. Finale direkt weg. Können wir gar nicht gebrauchen. So. Alles klar. Und jetzt gehen wir aber nochmal zurück hier. Denn auf Route 5 war ja noch ein Item. Hier sind noch ein paar Trainer. Den gehe ich jetzt mal trotzdem aus dem Weg. So. Das ist noch ein Trainer. Hier liegt es vorne. Ja, das können wir mal machen. Der Glattbrocken. Alles klar. Willst du nicht kämpfen? Doch, okay. Performer Rachel mit Mobile. Okay. Da wäre es... Ja, vielleicht wechseln... Ich glaube, wir wechseln sogar auf Slush. Weil Hähnchen da nicht so viel macht und Slush kann noch ein paar Erfahrungspunkte gut gebrauchen. So. Luftstrahl ist auch Step. Von daher alles im grünen Bereich hier. So. Ja, ich glaube, ich... Setz aber trotzdem einen kleinen Schutz ein. Einfach nur... Nein, nicht Riesennugget.
Einfach nur, damit wir keinen Pokémon hier großartig begegnen. So. Alter Heller. Okay, das kenne ich gar nicht. Das Item, das klingt so, als wäre es einfach nur was zum Verkaufen. Ja. Sammler geben ihr letztes Hemd dafür, alles klar. Und es liegt einfach so auf dem Boden. Kämpfe gegen den noch. Ja, komm, gegen den kämpfen wir auch noch. Und dann gehen wir rüber nach Maria City. Botanist Anne mit Linfu. Da haben wir doch jetzt immer ein gutes Matchup für Hähnchen. Easy an die Wand geklatscht. Sehr schön. Wir müssen vor dem nächsten Arenaleiter auch kaum trainieren. Oh, hier ist doch ein Item. Megablock. Ah, okay, gut. Besser als nichts. So, Itemradar. Okay, hier liegt aber auch sonst nichts. Okay, dann gehen wir einfach mal Richtung Maria City jetzt. Okay, steigen wir mal wieder runter vom Fahrrad. Huch, was ist das denn? Ist das ein Segel? Ha. Eine, ich sag mal, interessante Statue. Aha, eine Cutscene, Mensch. Da hatten wir schon so lange keine mehr von. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Muss ich irgendwo Spezielles hin? Aha, hier aber. Ich leg Sandkuchen aber erstmal ab. Oh, kriegen wir vielleicht bald Surfer? Könnte das vielleicht sein? Da würde ich ja nicht Nein zu sagen. Das ist die Arena oder so, oder? Nee. Okay. Habe ich gedacht. Ja gut, ich würde sagen, ich gucke mich einfach mal hier um und schaue mal, ob wir irgendwas Interessantes finden. Bis gleich. Ah, ein Steinknochen. Danke dafür. Kann man bestimmt irgendwann mal verwenden. Oh Gott, Energiefokus. Ich glaube, das haben wir nicht. Müssen wir mal nachgucken. Doch, wir haben sogar ein Pokémon mit Energiefokus. Dann nehmen wir Skunkapuma ganz kurz mit. Oh, eine Herzschuppe. Die können wir später bestimmt gebrauchen. Jetzt ist die Frage, ist das so eine Daily Quest? Oder ist das was Einmaliges? Aha. Vielen Dank für die Erdtafel. Weil hier unten war doch ein Item, oder? Ich habe eine Idee. Ah, Trick 17. Okay, schade. Hat sich nicht ganz dafür gelohnt. Es wäre cooler gewesen, wenn das jetzt ein richtig cooles Item gewesen wäre. Wie noch ein Meisterball oder so. Das hätte ich cool gefunden. Ist auch noch ein Item. Ach nein. Ach nein. Wirklich? Ach, wie geil. Schön, dass es das damals noch gab. Ab der 6. Generation gibt es das ja nicht mehr. Nee. 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 Was? Ich wusste nicht, dass man mehrere Meisterbälle finden kann. Ich dachte, die wären so durchgeschaffelt quasi. Nee. Wie geil. Hahaha. Ja. Aber jetzt zwei Meisterbälle. Hahaha. Wie geil. Wir haben einfach zwei Meisterbälle jetzt. Nice. Kriegen wir nicht sogar noch einen storytechnisch? Wir kriegen doch bestimmt noch einen Meisterball von irgendwem geschenkt, oder? Was will der denn da?
Ich Idiot, wir können ja hier ein Pokémon fangen. Ich habe gerade so überlegt, ja, setz mal Schutz ein, weil ich habe jetzt keine Lust auf Pokémon-Kämpfe, aber wir können hier ein Pokémon fangen. Und ich glaube, ich nehme es aber vom dunklen Gras diesmal. Warte mal. Moment, wer könnte denn Zimtschnecke, glaube ich, mit der Drachenwut am besten schwächen? So, Schutz wirkt nicht mehr. Und unser Routen-Encounter für... Was ist denn das hier für eine Route? Ist das überhaupt eine Route? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gucken. Ist... Ein Tarnhehl. Hallo. Aber bei... Das können wir halt auch erst super spät erst einsetzen, ne? Das sind halt diese ganzen Pseudo-Legenden, die sich so krass spät erst entwickeln. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh nein, das Ding kann Bodycheck. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh nein. Komm schon, Tarnhehl, bleib drin. Bleib drin, bitte, 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 bitte. Nein! Ah! Ach, komm schon. Jetzt kommt Tarnhehl, bitte, bitte, bitte. Bleib drin. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, 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 ja. Ja, ja, und... Yes! Nice! Oh, oh nice. Ich hab kurz überlegt, ob ich im Zweifel den Meisterball einsetzen soll. Ah, Gott sei Dank war das nicht notwendig. Ich werde mir mal einen Namen überlegen. Es ist super schwierig, aber... Ich glaube, Walnuss passt noch am ehesten. Tarnhehl ist so schwierig zu knacken wie eine Walnuss, beziehungsweise Metagross später. Ich sag mal, interessante Reflexion hier an der Wasseroberkante da. Ja, an dem Felsen meine ich. So, ja, gut. Wir hätten jetzt hier noch ein paar Typen dazu besiegen, glaube ich. Naja, ich wollte eigentlich gerade nicht mehr kämpfen. Und ich glaube, das machen wir auch dieses Mal nicht mehr. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part. Weil ich glaube nicht, dass ich den ganzen Kampf jetzt noch in der Zeit schaffe. Deswegen machen wir das beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, sehen wir uns gerne morgen wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.